Moin moin, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Frontschweine. Ich bin nicht allein, ich habe hier den Alex mit an Bord. Ja moinsen, ich freue mich auf die zweite Session. Und das ist der Alex hier. Ein schönes Schwein. Der schon 9 andere Schweine auf dem Gewissen hat. Was ist eigentlich mal bei dir geguckt, oder? Ja, der Dave hat jetzt, glaube ich, die meisten Schweine gekillt bei mir. Das fandest du ja so interessant, da achtest du ja bei mir mehr drauf als ich. So, nächste Mission heißt Spion gegen Spion. Wir haben einen Spion, deswegen passt das ja auch. Ja. Das ist ja das Schöne da dran. Das ist auch ein sehr schönes Level, finde ich. Ja, wenn die zwei Spione nicht wären. Ja gut, die kann man ja eigentlich relativ schnell ausschalten. Kann man. Man kann auch dafür sorgen, dass die gar nicht kommen. Ja klar, wenn du schnell genug bist, kommen die auch nicht. Das ist richtig. Mal gucken, ob du es schaffst. Bin gespannt. Ich habe es bisher nur einmal bisher geschafft, dass die zwei Spione nicht gekommen sind. Da musst du aber echt schon... Ja, da musst du auch ein bisschen Glück haben, weil du siehst ja am Anfang gar nicht, welche Bäume praktisch welche Geheimdienstler sind. Ja. Spion gegen Spion. Wir vermuten, dass feindliche Spione von diesem Punkt aus heimtückische Sabotageakte begehen. Ah ja. Gehen Sie der Sache nach und erledigen Sie alle verdächtig aussehende Schweinehunde. Mein Feind der Baum. Mein Feind der Polizist. Spring, Schweinchen, springen! Das kommt erst jetzt, dass man springen kann, ne? Wenn man das vorher nicht wüsste. Das ist ja auch noch nicht so weit im Spiel, da kann man das nicht normal erwähnen. Ja. Ich habe dich übrigens auch in meinem Let's Play noch erwähnt in der letzten Session. Okay, dass ich drankomme oder was? Ja, ich habe glaube ich erwähnt, dass du das auch spielen wirst und dass ich dabei zu Gast war, ja. Okay. Oder bin, sein werde. Erstmal sich wieder halb an die Störung gewöhnen, dafür brauche ich 2 Züge meistens, genau. Erstmal schon wieder 10 Energiepunkte verlieren, nur beim Springen. Ah, läuft. Ja, gut, die beiden letzten gegen. Mit denen könntest du jetzt komplett kampfunfähig machen. Das habe ich auch vor, diesen Feldarzt. Die Granate ist schon mal weg, das ist schon mal das Wichtigste. Oh. Den Medizinball und noch das Gewehr war noch. Oh! Oh, du hast das aber echt. Ich glaube, der Baum war ein Feind, oder? Jetzt hast du eigentlich einen richtig guten Sanitäter. Ja. So. Das Dynamit hebe ich für die nächste Runde auf, deswegen kriegst du einfach mal einen in die Fresse. Pipifax, oder? Wokok. Oh, Wokok. Okay, dass du das lesen kannst, ist schon mal ein positives Zeichen. Ja, ich kann das diesmal besser lesen als letztes Mal, muss ich sagen. Gut, dann habe ich die Einstellung noch mal besser vorgenommen. Ja, muss ich mir merken. Ja, sehr gut. Obwohl, es sind fast die Standardeinstellungen, okay? Muss ich mir merken. Ja gut, die so. Brauchst du ja nicht mehr. Ah doch, der ändert das gerne, je nach, wie das Bild ist. Also wenn es heller ist, dann reagiert der drauf. Mhm. Gut, der tarnt sich schon mal nicht. Wo soll die Schweinepiste? Ich glaube, gegen den Baum. Oh. Genau über mir, genau hey, über mir. Das schafft schön. Auch nicht jeder. Das schafft. Da kommt der Spion und da hinten kommt der Spion. So, Alex, du hast einen Sonderauftrag. Ich darf den Chirurgen töten. Nee, nicht direkt. Oh. Den hebe ich mir auf, es hallo? Ist ja auch, Entschuldigung, es ist ja auch ein Feldarzt, muss man ja korrekt betonen. Was machst du da? Du bringst mich um. Ich muss das doch wieder spannend machen, ja, wie letzte Mal. Ich doch nicht ausgerechnet mit meinem Schwein. Du kriegst eine Mine. Und dann verpasse ich ein Dynamit. Das finde ich gut. Guter Plan. So, am besten so ein Dynamit. Wieso du hast doch nur eins. Ich habe 2. Ja, weil du sagst so ein Dynamit. Es gibt doch nur das eine Dynamit. Der soll ins Wasser. Am besten ins Wasser. Direkt rein. So, der Alex verzieht sich mal so ein bisschen Richtung Unterstand. So. Leider geht die Kamera nicht mit. Und du hast nicht die optimale Punktzahl. Ja, aber dafür ist er geschwommen. Das habe ich gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob du diesmal wieder was hörst. Nee, hören tue ich gerade gar nichts. Aber dafür sehe ich super. Nee, oder? Was? Nicht, weil das jetzt so Richtung Unterstand geht. Ja, das macht das bestimmt. Ja. Das ruiniert meinen gesamten Plan. Oh. Der Scharfschütze hat noch 40. Um den darf sich der liebe Dave kümmern. Mit seinem Sniper. Genau. Klaue ich dem vorher was? Nee. Ich glaube, wenn man nach 7 Runden kommen, die Spione. Die Viereck möchte nicht. Und ich muss die Viereck, dass du hast. Du hast aber gerade Dan, nicht Dave. Nur so nebenbei. Ach ja, genau. Beide mit D und beide mit A. Mhm. So, wo ist denn der? Links weiter. Da hockt er. So, einmal ertrinken, bitte. Und schön ins Bein. Das hört sich so schön an. So.
Das klingt so wunderschön qualvoll, finde ich. Oh, der steht direkt neben mir. Das kann man sich leicht merken. Ja, wenn man einen abkriegt, kann man sich das doch besser merken. Oh, richtig Schießgewehr. Butter bei die Fische. Die Butter bei den Fischen. Jetzt müsstest du mal was hören. Nee, tue ich leider nicht. Aber dann war die Kamera letzte Mal weiter vorne. Das kann durchaus sein. Vielleicht war deswegen das Bild auch unschärfer. Also so ist perfekt. Gut. Bin ich schon mal beruhigt. Klebt ihr am besten da fest oder macht ihr ein Zeichen auf dem Tisch? Ich brauche die Kamera doch für was anderes. Das ist halt so eine typische Webcam. Ja, so. Ja, genau so. Den heilen wir jetzt erstmal. Zweimal. Ja, zweimal reicht. Wenn Felder sehen, brauche ich nicht heilen. Da kannst du ja eigentlich noch einen geben, weil du bist ja etwas angetrunken. Angetrunken? Ja, so gesehen. Oh, ist die Zeit schon so eng bemessen hier? Ja, ist schon ein bisschen weniger, ja. Das merke ich nämlich gerade. Boing. Aua. Eigentlich die andere Richtung wäre mir lieber gewesen, aber was soll's. Kopf. Komm doch mal raus, du Penner. So. Ach, die Pickelhaube. Diensten. Ja, schön, dass du mir zu Diensten stehst. Die Frage ist, was mache ich mit dir? Ach, den Kanonier, den kann ich ja nicht so ab. Oh, also nichts gegen Nico, aber diese Eigenschaft des Schweins ist nicht meine. Ich habe von ihm, habe ich halt gemerkt, dass man Frontschwein jetzt auch auf Windows 7 spielen kann. Aha. Ja, der hat nämlich einen Link gepostet, beziehungsweise ein Video. Ich glaube, der Rick, der hat ja Windows 8, bin ich der Meinung, der hat es da auch zum Laufen gekriegt. Okay. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Gucken wir mal um den Unterstand. Könnte ein bisschen zu weit sein. Ja, ja. Ein bisschen sehr weit, würde ich sagen. Genau, das ist nicht das Problem, weil ich habe jetzt mein Spion, der ja die heilen Hände hat. Ja, nee, ist das. Hört sich auch doof an. Kannst du gleich Dreierpack geben und dann machst du einen tot. Vielleicht. Die Frage ist mit was? Danach habe ich noch eine Runde für den Sunny, das können wir vergessen. Also Dynamit würde ich nicht tun, weil dann hast du Dave gleich wieder was abgezogen. Ja. Musst du schon Sniper nehmen, das Beste, das hast du sonst nicht. Ne, ich schaff's nicht in den 7 Runden. Ne, wahrscheinlich nicht. Weil ich hab's, glaube ich, bei dir geschrieben, dass es genau 7 Runden sind. Dann müsste der jetzt rauskommen für. Aber den Raketwerfer musst du noch holen, das ist eine geile Waffe. Der Alex, der halb angetrunken. Der kann den töten. Reicht eine Mine? Ich glaube nicht. Nee, gibt den eine Mine und dann gibst du noch einem anderen was. Aber ich würde den schon gerne erledigen. Ja, aber nicht wieder mitnehmen, weil dann ist Dave tot. Also tot oder, nicht. Oder ich leg's auf die anderen. Entscheide dich. Und dann machst du das Dynamit, stellst du noch an den Unterstand, dann ist der auch gleich weg. Ja, und dann kommen gleich die Spione. Ja. Kannst ja jetzt. Geh mal nach Nazareth. Soll ich da reingehen? Okay. Ich sag immer gern Nazareth zum Lazarett. Wobei ich den Witz, glaube ich, beim ganzen Let's Play. Ja, noch näher an Dave! Geht's kaum noch? Ja, da sind die zwei Spione. Ich weiß noch, bei deinem ersten Durchgang, aber der erste nicht, dann kam er von oben und dein Zug war beendet. Ja, ganz toll. Bitte recht freundlich. Oh, der hat noch 3, ich glaub's ja nicht. Dave muss sich jetzt, glaube ich, gleich selbst heilen. Was geht? Der Dan ist drin. Der Dan wird jetzt mal ganz kurz den erledigen. Hol weil der Raketen ist. Mit... So. Ich schwimm auch darüber. Ein Messer sollte reichen, das reicht. Danach sind die Spione dran, oder? Ja, erstmal muss Dave sich gleich selbst heilen, würde ich sagen. Oh, Blut sieht sehr echt aus. Ich bin erstmal gespannt. Hat er gesagt, Blut sieht sehr echt aus? Ja. Ah, da ist doch ganz, ganz bisschen, habe ich es verstanden. Ich bin mal gespannt, was der jetzt macht, weil so wirklich einen kann er ja nicht sehen. Ich glaube, er ist zu blöd, das Jetpack zu nehmen. Meint, genau, schwimmen! Ich habe das wirklich schon mal gehabt, dass sie das auch machen. Ja? Okay. Mhm. Geil wäre jetzt, wenn er schwimmt. Kann er gern machen. Man kann den Spion ja alles klauen. Aber das wird Tarn, nicht... ja. Aber das wird definitiv nicht funktionieren, was er da plant. Es ist echt geil, wenn du einen Spion beklaust und dann auch noch seinen Taschendieb kriegst, dann kannst du ja echt 6 Sachen von ihm klauen. Das finde ich richtig cool.
Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir gehen ins Lazarett. Oh, ja, das geht auch. Natürlich. So. Kann man da theoretisch eigentlich alle fünf reinpacken? Theoretisch ja. Ganz schön eng da drin. Der ist da gefährlich. Der sieht was. Der sieht auf jeden Fall was. Der andere nicht. Die arbeiten immer mit Schweinepesten, ey. Also das ist der Pestschweine, ey. Er könnte aber seinen eigenen treffen. Du bist doch da ausstehen, oder? Ne, die drei sind doch schon nur tot. Ach so. Ach ja, hast du ja eben gemessert. Stimmt. Ja. Jetzt hol dir mal eben schnell den Raketenwerfer. Den Raketenwerfer. Das ist so eine geile Waffe. Da muss ich aber noch rüber. Ja, und ganz weit. Und mit Nico mit 73, hallo? Du kriegst da eine 50er Kiste gleich. Ach so, stimmt. Wo ist hier der kürzeste rechts, Weg? Rechts ist kürzer. Da ist viel kürzer. Hier links, da, genau. Da. Du, das bisschen. Also zwei Energiepunkte verloren. Nicht dahin. Die andere Kiste? Ja. Was ist in der anderen Kiste drin? Weißt du das? Jetpack, oder? Kann sein, ja. Auf jeden Fall ist die Kiste wichtig. Das war sogar der 50er. Ich habe recht gehabt. Oh. So. War eher geraten. Vielleicht schaffst du es ja noch. Komm, schön auf den Spion. Ja. Oh, bisschen hoch. Mit Absicht. Hab ich den was abgezogen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zahl gesehen. Ich glaube nicht so wirklich. Ach nee, der Sanitäter ist ja noch da drin. Der ist ja noch da drin. Der Sani ist da drin, ja. Stimmt, der ist doch gar nicht weg. Aber die Spione. Kannst du aber einsammeln, das Teil. Vielleicht ist es ja wirklich ein Jetpack. Kannst du aber nachgucken. Jetzt bin ich neugierig. ob ich recht habe. Also eigentlich kenne ich das Level ganz gut. Ja, was ist das? Das Jetpack. Könntest du dir aber eben snipern, den anderen Spion? Hatte ich vor. Ich will mich erst um den Linken kümmern, obwohl der ist eigentlich der ungefährlichere. Von da kommst du. Was ist das gerade? Heil dich. Scheiße. Das war jetzt. Hast du geschossen? Ich hab geschossen, ja. Aber ich treffe ihn nicht. Nee. ich hab einfach runtergedrückt noch und dann einfach nur schnell in der letzten Sekunde noch X gedrückt. Damit er noch irgendwas zählt, weil lieber versuchen als gar nichts. Ich kann immer vor, du jetzt mit dem Sniper die unendlich Schuss. Na, wen macht der Alex aber oder nur Dave? Dieses eine Mal, hi? Mich? Ach, du bist das. Ist es genauso, ja, Nico steht da ja. Ist genauso wie bei deinem LP. Ja, du bist dran. Du bist dran. Kann man da auch rüberschwimmen? Weißt du das? Ich glaube ja, oder? Ja, klar, klar. Ja, klar, klar. Ja, das geht. Weiter links, weiter links. Weiter links. Hier, glaube ich. Da so, ja. Genau. Sehr gut. Jetzt töte den. Mine und dann. Später. Leg die Mine mal unten ans Wasser und dann. Jetzt wird's knapp von der Zeit her. Das kannst du vergessen. Also. Jetzt leg die andere ans Ufer. Ich habe keine mehr. Ach, scheiße. Ja, dann ist Pech. Dann ist Pech. Du bist mir ein. Dann ist Pech. Ja, was soll ich denn sagen? Der war gar nicht schlecht. Der war richtig gut. Weil geil ist, wenn du den ins Wasser gebombt hättest mit der Mine, dann schwimmt er ja automatisch wieder ans Ufer. Und wenn er dann genau in die Mine reinpaddelt, dann ist das gut. Hat er das nicht gesehen? Ja. Der hat sich mal gut 32 selber abgezogen, nur weil er gut geschwommen ist. Cleveres Schwein. Der weiß, glaube ich, nicht, was der machen soll. Pass auf, gleich tarnt er sich und dürfen uns den Baum erraten. Ich sehe schon kommen. Aber wenn er sich da jetzt als Baum verwandelt, dann wird's einfach. Nicht aufs Lazarett. Nicht aufs Lazarett. Das machen die aber eigentlich nicht, oder? Nein, da machst du Dynamit. Das sehe ich so. Das ist Dynamit. Der rennt nämlich auf mich zu. Ja, das kann man sofort erkennen. Hat er doch genug? Ja, ich glaube schon. Schon? Ja, schon. Oh, oh. Ja. Was liegt 28. Eieiei, geh ins Lazarett. Oder hast du selbst was? Nee. Hast du eine Bombe? Nee. Beklau dir jetzt erstmal. Wenn ich dem alles klauen kann, ist es sogar noch besser. Sniper, Taschendieb wäre jetzt gut. Jawoll! Sehr gut. Und jetzt haust du deine Sniper weg und alles. Ja, schön. Dynamit hat er ja nicht mehr. So, jetzt kannst du ihn da rumlaufen lassen. Jetzt gehst du schön ins Lazarett.
Stimmt, du hast auch wieder recht. Jetzt kommt nur der Sanitäter gleich, dann habe ich ein Problem, wenn der gleich seine scheiß Bazooka bekommt. Wenn. Heilt sich eigentlich komplett, weißt du das? Ja. Ja, da kommt im die Bazooka. Lazarett, ja, im Lazarett kriegst du die volle Energie zurück. Der sitzt weiter aus, das gefällt mir. Ja, das interessiert ihn ja auch nicht. Das ist, sag ich ja, du kannst ihn der Waffen draufschmeißen, die wollen die gar nicht. So, unser Feldarzt, was hat der jetzt für eine Aufgabe? Den brauchst du eigentlich gar nicht, der hat ja eh nichts mehr. Geh auf den anderen hinten auf der Insel, den Spion. Da muss ich ja weit laufen. Ja, werf eine Granate rüber, das passt schon. Einfach mal so eine Granate rüberwerfen. Den Winkel schön flach einstellen, dann passiert hat, das. Also das hatte ich vor. Quasi den Trick, den wir gelernt haben. Ganz genau, in der Grundausbildung. Ich habe keine Grundausbildung gemacht. Doch, haben wir hier. Ich nicht. Ich war nie bei der Bundeswehr. Ja, da war ich auch nicht. Nein? Hast du verweigert oder? Ja. Stolz. Mit Stolz habe ich verweigert. Mit stolzer Verweigerer. Das verstehe ich nicht. Ich war fest davon ausgegangen, dass ich bei der Musterung eigentlich ausgemustert werde. Ja, weil... okay. Und wurdest du nicht? Nö. Sie sind tauglich. Ich sag, was? Warum? Hab ich nur so gedacht. Ja. Zwei, oder? Ja. Ja, ich auch. Und die wollten mich bei den Scharfschützen haben, haben sie mir erzählt. Echt? Das war zu hoch. Das war wieder zu hoch. Der Raketenwerfer ist halt nicht meins. Aber der ist super. Ja, aber nicht auf... Der tanzt sich jetzt... Ah ja, der kann ja nichts mehr machen, Gott sei Dank. Mit dem musst du den Arzt heilen. Das hatte ich vor. Du hast immer genau das vor, was ich dir erzähle, oder? Momentan ja. Genau, das hat sich jetzt ja gelohnt. Ja, natürlich. Stell dich daneben. Hab ich vor. Und Medizinball da oben. Ja, den brauchst du nicht nach oben. Brauchst einfach nur schmeißen und drücken. Ich weiß, aber hier ist Wasser in der Nähe. So, deckt bei unserem Feldarzt. Drück einfach XX, das passt schon. Zack. Gut. So, du kannst weiter aussetzen. Danke. Mach Alter, ich Nickerchen. Und jetzt den töten da. Ja, bleibt ja nur eine Splittergranate übrig. Gut, dann machst du das halt. Bisschen tiefer. Ach, es geht schon. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, du hoffst. Passt. Der hat immer noch 37. Eigentlich einmal Schlafschütze. Einmal ertrinken Sie bitte. Das klang eben wie Schlafmütze und nicht wie Schlafschütze. Schlafmütze, okay. Aber dieses Gewehr ist so schwer. Dave, Arsch schießen. Ne, mich in den Arsch schießen. Ah. Was geht? So. Hast recht, die Einsicht komplett. Jetzt mach den tot. So, klare Anweisung, jetzt mach den tot. Wenn der jetzt gleich auf den einen noch schießt, dann hat er, dann ist er tot. Das ist nicht gut. Na jo, Grimmschwarz hier. Alex. So, jetzt gruppen wir. Was hast du eigentlich für einen? Das bringt. Ja, okay. Aber das reicht. Ich dachte, du nimmst die Gasgranate, deswegen. Okay, ich soll die Gasgranate nächstes Mal nehmen, alles klar. Nee. Auch das noch. Wie weit denkst du heute kommen wir? Ausgezeichnet. Ich weiß, wir sind ja jetzt auf dem dritten Kontinent, ne? Zweiten. Am zweiten. Ja. Also bis zum vierten sollten wir auf jeden Fall schaffen. Es sei denn, du stirbst es dreimal wieder. Ah, genau. Noch mehr Motivation, bitte. Ich glaube, du solltest nach Nazareth gehen. Oder hast du... Ah, nee, voll. Du bist 80. Dann geht er... Das ist der Letzte. Ja, ja, der Baum war das hier. Der Baum. Der Baum. Der findet aber nur 10 jetzt, glaube ich. Weil der Baum schon 20 frisst. Oder noch weniger frisst. Ja gut, den kümmere ich mich ganz zum Schluss. Ich bin an der Ehre. Jetzt komm, einmal noch den... Schießt mit dem Raketenwerfer auf den Unterstand, das schaffst du ja wohl. Weil das hier so groß ist. Das schaffst du ja wohl, oder? Nicht den Baum, den Unterstand. Na? Na? Ich mach's spannend. Ja, ich hab auch. Oh! Oh, das kann nicht wahr sein. Der hat alle drei Raketenwerferschüsse versemmelt. Eieieiei. Phil, wie soll das bloß enden? Mit dem Sieg! Mhm. Ja, das wird's wohl, aber trotzdem. Soll ich hier das Synthese gerade mal? Ja, das ist ja fast weg. Die können ja eh nichts mehr machen, die beiden. Ja, nee, der Ass ist nicht. Der kriegt nur meine... Kriegt noch eine, ja, schön. Ich bin ja mal gespannt, wie weit man das ausdehnen kann. Das habe ich noch nie versucht.
Du bist komplett an der falschen Adresse hier. Und dann fliegt der oben der Zeppelin dagegen und dann fliegt alles in die Luft. Alex, schwimm. Kann ich. Seepferdchen gemacht? Ja, Freischwimmer auch. Okay. Abzeichen? Nö. Nö, okay. In die Tiefe. Nach Freischwimmer war Schluss, da hatte ich keinen Bock mehr. Auf Schwimmen? Mhm. Oder allgemein? Wie allgemein? Auf mein Leben, oder was meinst du? Allgemein auf Schwimmen. Ja, Schwimmen. Ich rede vom Schwimmen. Jetzt geht er auch schon da rein. Ja, geil. Jetzt kannst du jetzt Doppelkill machen. Hoffentlich bin ich dran. Du warst gerade dran. Oh, schade. Das könnte ein historischer. Na gut, dann gönnen wir das mal. Dan. Dem Dan. Falls du eine TNT hat, hat er das natürlich nicht. Aber mit Sniper kannst du schon mal draufschießen, dann kann der Nächste das klappt machen. Ja, aber der wird dann rausgehen. Das garantiere ich. Der TNT wäre mir lieber. So. Oh! Sammelt der Ball. Der Der hat einen Minen bekommen. Nee. Doch, der, der hat keine, der hat dieses Fliegen bekommen, was die Helden haben. Die Spec Ops sind doch diese Minen, oder nicht? Nein. Nein. Das wäre mir neu. Schieß auf den Unterstand, nicht auf den Typen. Schieß auf den Unterstand, schieß nicht auf den Typen. Klare Anweisung hier. Oder? Ich habe immer gerade kriegen du eine Bazooka geschenkt. Ich muss gerne dieses Backups auch noch kriegen. Guck mal, so haben wir was gelernt. Ist das dieser Fallschirm oder wie? Das ist dieser Fallschirm, genau. Okay. Aber die Minen hat doch auch so eine Art. Na, ich weiß nicht. Die hat die nur die. Nee, die hießen Anti-S-Mine oder so. Ja, genau, eben. Ah, ja, ja. Die gibt's ja in einem Level nur. So, jetzt machen wir wieder Statistik. Und der Part hat eine gute Länge. Ich glaube, ich habe nicht wirklich viele Leute gekillt. Weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass wir auf die dritte Insel auf jeden Fall kommen werden. Das ist durchaus machbar. Bereich des Möglichen. Ja, Krieg bald vorbei? Nein. Gut. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich fand immer diesen Spruch gut, dass hier bald alles vorbei sei. Im Weihnachten. Weil Weihnachten schon alles vorbei. Ich frage mich mal, wann das ist. Haben wir den 23.12. So, wen bilden wir jetzt aus? Tja, also. Ich würde den Pionier machen. Ich hätte jetzt eher den Sunny genommen, aus dem ganzen. Weil er so wenig Energie hat. Wenig Energie hat. Ja, dann nimm den Sunny, komm. Wollen wir Dave was Gutes tun? Wollen wir Dave was Gutes tun?